die Technologie bzw. auch dann die Videoanalyse ist natürlich ein sehr, sehr elementarer Punkt. Da können wir wirklich mit den Jungs ganz gezielt darüber sprechen, was lief gut im Spiel, was können wir vielleicht noch verbessern. Ich bin Kapitän bei der U16 bei Borussia Mönchengladbach und mein Traum ist natürlich, Profi zu werden und dann in einem sehr, sehr guten Verein dann halt auch spielen zu dürfen. Also mein Traum ist natürlich, bald Fußballprofi zu werden. Ist halt noch ein weiter Weg und ich arbeite halt daran. Wir benutzen Veo überwiegend fürs Spiel. Jedes Spiel kann sogar in einer U12, was finde ich absolut nicht selbstverständlich ist, gefilmt werden. Das ist total in unsere Trainingswoche, in unseren Trainingsalltag auch eingebaut. Es hilft halt einfach, um sich selbst in seinem eigenen Spiel weiterzuentwickeln. Man kann halt schon sehen, wie man spielt, was man fürs nächste Spiel besser machen kann und was man schon gut gemacht hat. Wenn man es halt auch dann direkt sieht, was man hätte besser machen können, dann kann man es auch leichter umsetzen. Ich habe immer wieder die Möglichkeit, einzelne Jungs rauszuziehen, denen einfach was zu zeigen, da eben sehr, sehr individuell und auf den Spieler zugeschnitten mitzuarbeiten. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, der sich so dann eben auch bei uns eingebürgert hat, ja.